Moin Leute, willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Wir starten heute mit Dissenter Reborn. Es ist keine direkte Map, sondern es ist im Prinzip eine Mod, die ihr nutzt, wenn ihr Dissenter aufmacht. Also ihr tut im Prinzip ganz normal Dissenter auswählen und packt halt dann diese Mod rein. Ja, das ist, aber sie nehmt sie auch nur auf Dissenter, weil die ist dafür ausgelegt. Was macht Dissenter Reborn? Ja, Dissenter Reborn tut... Ja, die gute alte Dissenter-Karte, viele haben sie wahrscheinlich noch nie sich angeguckt, die ist halt schon Ewigkeiten alt, das war die zweite Karte zum Ark. Eigentlich eine sehr geile Karte, die aber ein paar kleine Problemchen hat. Also ich fand zum Beispiel, der Boden sieht sehr, sehr oft sehr schlecht aus, das Wasser hatte nicht so einen schönen Effekt und generell so ein paar kleine Quality-of-Life-Verbesserungen über die Jahre kam halt schon mal raus, die Karte nicht hat. Es fehlen Ressourcen, wie zum Beispiel, man kann keine Kristalle farmen und den ganzen Kram. Und dieser Modder, nämlich der Herr Chris, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das ausspricht, hat sich zur Aufgabe gemacht, schreibt auch hier in diesem Text, dass es seine Lieblingskarte ist und er sieht sich halt in der Verantwortung, diese Karte komplett zu updaten. Und das hat er getan, oder er ist besser gesagt, er ist dabei. Er hat nämlich einige Gebiete geupdatet, ich werde in dem Video gleich über die Karte fliegen, zeige euch dann im Endeffekt die neuen Sachen, die ich so gefunden habe und die auch bis jetzt da sind. Es kommt zwar wahrscheinlich noch mehr, aber aktueller Stand, wird immer noch regelmäßig geupdatet. Und werde euch ein Bilder einblenden, wie es ohne Mod aussieht. Dass ihr mal so seht, Standard zur Veränderung. Und ja Leute, hier sonst könnt ihr mal gerne so einen Text verfolgen, der postet relativ viel. Was schreibt mir denn jetzt hier? Ah, Van, wenn du das Video siehst, du warst gerade auf jeden Fall das Vibrieren hier im Video. Es ist noch eine Zusatzmod geplant, die ist aktuell noch nicht da, oder ich habe es noch bis jetzt nicht gefunden. Hier THC Editions. Damit möchte er C-Varianten hinzufügen, also sowas wie Dissenter-Varianten, die auch andere Optiken haben, sowas wie halt ERX und Aberration halt. Was man vorher auch sagen kann, Leute, es gibt euch neue Dinos auf Dissenter, also auch da hat er was hinzugefügt und die könnt ihr euch unter Diskussionen angucken und dann einfach Kreatur-Roster und hier seht ihr, welche Kreaturen zugefügt worden sind von Scorch Earth, von Aberration, von Valguero, Genesis Part 1, Crystal, Lost, Fjordog. Wir haben hier zum Beispiel auch Fjordog, Desmodus und Androsarcus mit drinne, genauso wie den Carodontosaurus, der sogar offiziell irgendwann mal Ende des Jahres für alle rauskommt. Aber auch andere wie der Dropio zum Beispiel, wir haben hier den Moeda, wir haben hier X-Kreaturen mit drinne. Also eigentlich eine gute Zusammenmischung von Kreaturen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf die Karte und das hier ist jetzt die Reborn-Variante. Und ihr seht schon, der größte Unterschied ist einfach die Lava-Inseln, die ich euch gleich noch im Detail zeige. Aber ich möchte euch eine Insel zeigen, die habe ich gefunden, die wurde hinzugefügt. Die ist hier drüben. Und die finde ich mega, mega cool. Nämlich, das ist so eine Art Argentavis-Insel, würde ich sie mal nennen. Wir haben hier kleine Nester, seht ihr hier, wo Argentavis einfach schwarz, also Silliperlen sind das hier, haben die hier auch Silliperlen, ja, die tun Argentavis so gesehen Silliperlen hinbringen in so kleine Nester, oder die spawnen halt da. Wir haben auch hier tote Fische, die ihr abbauen könnt, also wenn wir jetzt mal ganz kurz hier uns mal eine Axt cheaten und machen jetzt mal ganz kurz hier den Fischblatt. Seht ihr, wir bekommen auch hier Polymer raus. Also hier ist wirklich so, als ob die Tiere hier die Wassertiere anspülen und halt, wie gesagt, die Vogel, also die Avulturen oder halt auch die Argentavis, die hier hochlenken. Plus wir haben hier auch ein bisschen Salzspawn auf jeden Fall. Und auch hier sowas wie Kisten, wo Speerbolzen zum Beispiel drin sind, also auch Loot drin ist. Wir haben hier Knochen. Also wir haben hier auch schon eine neue kleine Insel, die eigentlich ganz coole kleine Features mit reinbringt. Aber kommen wir mal auch halt zur Überarbeitung der Lava-Insel, weil die wurde am meisten selbst überarbeitet. Und ich würde sagen, jetzt hat man hier noch gar nicht so einen großen Unterschied, außer dass man halt hier schon so die ganzen Kristalle hat und wie gesagt neuen Ressourcen wie halt Salz und so hat er alles hier eingefügt oder auch diese ganzen Stachel. Gebiete hier sind normalerweise nicht. Wie gesagt, ich blende euch mal gleich mal ein paar Bilder von oben ein, wie die Insel regulär aussieht. Was ich am krassesten fand, also ich meine, das sieht auch schon ganz cool aus. Am krassesten fand ich die Vulkanspitze. Ja. Die hier. Also wer kennt es, normal ist hier oben nämlich gar nichts. Und jetzt hat man hier einfach einen Vulkan mit, also der Vulkan ist vorher auch schon da, aber die ganzen Bäume hier außenrum
die dem Ganzen einfach viel mehr Optik geben. Genauso wie hier auch die Gebiete. Überall sind hier Bäume. Normal gibt es nämlich gar keine Bäume. Also nur diese, ich sage jetzt mal hier, diese verbrannten Bäume. So dieses Gebiet, so sieht ja normalerweise eigentlich die ganze Insel gefühlt aus. Und jetzt haben wir auch so Sachen wie hier, einen kleinen Wald mit dabei. Aber auch ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Optik mit reinbringen, was ich, wie gesagt, sehr, sehr schön finde. Also die Lavendel hat ja sehr, sehr gut überarbeitet, das Team. Ich weiß aktuell leider nicht, wie viele Leute es sind. Wie gesagt, der normale Vulkan sah vorher oben so aus, die Spitze, und jetzt einfach mit dem Wald oben dran. Also hier haben sie auf jeden Fall einiges gemacht und haben das Gebiet schon mal sehr, sehr schön überarbeitet. Wie gesagt, ich mache mir vielleicht mal so ein Gesamtbild von oben, dass ihr auch mal so ein bisschen seht, gleich, wenn ich dann das andere Bild, wie gesagt, ihr seht es vielleicht währenddessen schon, ich blende es dann nachträglich ein. Haben wir hier die Insel, hier wurde, glaube ich, nicht so viel gemacht. Außer diese paar Bäume hier, aber die waren, glaube ich, in der regulären Version auch schon da. Ja, sonst hat er das Wasser überarbeitet. Das Wasser normalerweise ist ein bisschen, ja, ein bisschen drüber. Auch da, wie gesagt, gibt es Screenshots hier in den Flüssen zum Beispiel. Das ist schön klar, man kann schön reingucken, wenn man hier mal so rüberfliegt hier. Es hat eine sehr, sehr schöne Farbe. Also Wasser gefällt mir sehr gut. Generell, Leute, die Karte lohnt sich. Schaut es auf jeden Fall euch an. Ich kann jetzt hier kein komplettes Descenter-Karten-Video machen, weil dann wird das Video wahrscheinlich auch 20 Minuten lang. Und für alle, die Descenter noch nicht gesehen haben, die Karte ist ja, wie gesagt, kostenlos. Zieht sie euch mal, schaut es euch auf jeden Fall an, weil sie hat sehr schöne Züge, muss man sagen. Also wenn es so Kleinigkeiten sind wie hier die Inseln mit dem Wasser hier in der Mitte. Ja, hier hat auch zum Beispiel ein paar Ziplines hinzugefügt. Normalerweise sind nämlich auch hier keine Ziplines. Das heißt also, ihr könnt euch, müsstet euch theoretisch gesehen einfach hier dranhängen können, genau. Das ist in der Originalversion auch nicht, dass man einfach hier von A nach B rutschen kann. Auch sehr cool gemacht. Sehe ich gerade zum ersten Mal, das habe ich vorhin irgendwie voll übersehen. Zack, damit kommt ihr einmal über die Inseln drüber. Auch von da nach da. Also hat er auch sehr cool angepasst hier, diese kleinere Insel hier oben. Wie gesagt, sonst Leute, was ich persönlich finde, auch das werden wir gleich im Verhältnis sehen, der Redwood, der war für mich immer so eine... Da sah der Boden mega, finde ich, schlecht aus teilweise auf dem originalen Descenter. Und ich finde, das jetzt hier sieht viel, viel besser aus. Also der Boden im Normalen spiegelte so ein bisschen die ganze Zeit, finde ich. Und hier sieht es jetzt sehr, sehr gut aus. Es kann sein, dass ich mich auch gerade täusche. Wie gesagt, ihr seht es jetzt in den Screenshots, welten das auf jeden Fall, wie es in der Normalversion aussieht. Aber ich finde... Es sieht schon anders aus. Also das sieht mir auch, gefällt mir auch sehr gut. Aber es gibt eine Sache, die richtig krass überarbeitet worden ist. Hier seht ihr mal zum Beispiel den Strand. Ist auf jeden Fall anders, würde ich sagen. Was richtig krass überarbeitet worden ist, Leute, ist die unterirdische Welt. Und da wurde jetzt eine Aberration-Höhle hinzugefügt. Ja, mittlerweile muss jede Karte gefühlt eine Aberration-Zone haben. Und die gucken wir uns auch mal gleich an. Aber wir gehen noch ein bisschen hier durch. Weil sie, wie gesagt, falls ihr mal die Karte nicht kennt, wir fliegen ein bisschen drüber, wir gucken ein bisschen was an. Ist ja keine Mod-Karte an sich, ja. Also er hat ja nur die Sachen verändert. Hier unten zum Beispiel, das fand ich immer früher schon sehr schön, diesen Palast hier. Auch hier sieht das Wasser jetzt wesentlich besser aus und die Strukturen spiegeln nicht mehr so stark. Gucken wir doch mal. Also hier auf jeden Fall ein bisschen was gemacht. Es kommt wahrscheinlich noch einiges, Leute. Er hat ja hauptsächlich die Vulkaninsel gemacht. So Kleinigkeiten bei dieser Tropical-Insel, wo wir die Linearen gesehen haben. Ein bisschen was am Boden, an den Spiegelungen, am Wasser. Das waren jetzt so die Hauptmerkmale, die ich gelesen habe. Hier zum Beispiel bei der fliegenden Insel, wenn man jetzt mal hier so runter guckt, sieht das Wasser einfach viel besser aus. Ja? Also am Wasser hat er auf jeden Fall einiges gemacht. Wir gucken mal gerade, ob ich ganz kurz einen Cut machen muss, ob ich einen Eingang zur Unterwelt finde, weil ganz oft finde ich den nämlich nicht. Weil es gibt nämlich einen Gang nach unten, wo man uns die Unterwelt anguckt. Genau hier geht es runter und hier ist halt der krasseste Unterschied. Also einmal müssen wir nach unten, dann kommen wir hier in diesen Bereich. Ich mache das Skalen hoch, dann seht ihr auf jeden Fall, wie wir hier in diesem Bereich sind, können wir hier lang
und dann müssen wir hier runter. Und jetzt kommen wir in den Aberration-Bereich und so sieht es jetzt hier unten aus, Leute. Wie gesagt, ich blende euch gleich mal einen Screenshot ein, wie es im regulären aussieht. Aber auf jeden Fall wurde hier unten einiges gemacht. Wir haben auch hier überall diese Aberration-Strukturen. Wir haben hier zum Beispiel die ganzen Kristalle, wie jetzt grüne Kristalle. Wir haben hier Pilze, also auch für Pilzholz. Aber auch generell, Leute, hier oben, das war halt alles nicht. Ja, also das hat er alles hier hinzugefügt. Es gab halt keine Aberration-Zone, klar, weil Aberration gab es zum Release von Descender damals ja noch gar nicht. Das kam ja auch viel, das kam ja später. Ich glaube, so 2 Jahre nach Descender müsste das gewesen sein. Also hier haben wir auf jeden Fall eine komplette neue Zone hier unten, die ihr jetzt erkunden könnt. Und könnt hier, ja, einfach das neue Gebiet erleben. Ja, haben wir halt, wie gesagt, diesen Aberration-Bereich. Im großen Teil wahrscheinlich auch einfach, um die neuen Strukturen auch zu bekommen, weil so habt ihr, wie gesagt, halt Pilzholz. Ihr habt die Aberration-Tiere, wir haben die Kristalle, die müssen ja auch irgendwo versteckt werden, wisst ihr? Und so kann man das halt geil hier unten reinbauen, muss ich sagen, ist auf jeden Fall ein Pluspunkt der Karte, finde ich. Und generell, Leute, ich mag sowas. Ich mag Karten, die die aktuellen Karten ein bisschen reworken, einfach weil man sie so wieder ein bisschen mehr spielen kann, wisst ihr? Wenn der jetzt, sagen wir mal, hier irgendwann ein bisschen vielleicht noch weiter ist und hat noch ein bisschen was anderes überarbeitet, wer weiß, was noch alles geplant ist, weil da gab es dazu keine Einträge oder so. Es ist, finde ich, schon wieder lohnenswerter, die Karte zu spielen. Also das ist ja, generell ist das Center eine geile Karte, aber wisst ihr, was ich meine? Kommen noch neue Sachen hinzu, auch vielleicht für die alten Spieler, die damals gesagt haben, ah, oh, das Center mochte ich nicht so. Weiß nicht, ich finde gerade gesagt hier auch, dass oh, das Wasser sieht einfach mega gut aus im Verhältnis zu damals. Was er aber gesagt hat, was er nicht kann, ist die Sonne bearbeiten. Und er kann nicht den Regen rausnehmen, weil Descender ist eine Karte, die regnet es öfter und auch Gewitter. Ist eine Karte, wo sogar die Gewitter sehr, sehr krass sind, muss man so sagen. Also Descender hat eine, ich glaube, eine Karte, wo man richtig die Blitze aufploppen sieht und den ganzen Kram. Das ist halt auf anderen Karten halt nicht so krass. Das hat er schon geschrieben, kann er nicht bearbeiten. Da gibt es irgendwie keinen Zugriff. Zumindest geht das aus seinem Text raus, den er geschrieben hat, den ich mir so durchgelesen hatte. Deswegen, das wird er nicht bearbeiten, die Sonne und den ganzen. Aber sonst, Leute, ist eigentlich das Center, wie gesagt, super schön, weil sie ist sehr gut aufgeteilt. Wir haben links diesen Kreis, das ist hier im Prinzip die fliegende Insel, ja, die eigentlich schon sehr geil ist, wo man drauf bauen kann, drin, ja, sehr gut, auch mit Höhlensystemen und so drin. Hier kann man komplett rein in diese Höhlen. Also alles hier komplett auch begehbar. Zack, hier geht es dann rein, hier geht es dann nochmal runter, hier hat man ein Höhlensystem. Also, sehr schön. Wir haben 2 Schneegebiete. Wir haben das Schneegebiet und wir haben das Schneegebiet da hinten. Wir haben hier nochmal so kleine Bereiche, wie auch weil diese Pinguininsel hier in der Mitte, wo man auch ein bisschen Öl bekommen kann. Diesen unterirdischen Bereich, den Bereich, wo dieser, ich sag mal, Eispalast war. Wir haben diese großen Wiesen. Wir haben einen relativ großen Sumpfbereich, der hier einmal ringsrum geht. Ich mache mal ganz kurz so eine kleine Zusammenfassung für die, die das Center halt noch nicht kennen. Relativ großen Sumpfbereich, einmal um die fliegende Insel rum, die auch, wie gesagt, by the way, echt geil aussieht mit diesem Nebel. Wir haben diese verschiedenen Inseln hier, überall haben wir solche Anlagen, hier gibt es sehr, sehr viele Anlagen auf Descender, wo man einfach hier drin bauen kann und hier einfach wie so Tempel hat, also ihr findet hier überall, seht ihr, also alle paar Meter kommen hier irgendwelche Tempelanlagen, wo ihr reinbauen könnt. Alles schön mit Inseln verteilt, wir haben sehr viele kleinere Inseln außenrum, also abgesehen davon, dass wir da unten nochmal den riesigen Redwood haben, haben wir hier nochmal eine Insel, da Inseln, also überall Inseln. Ich hoffe, er überarbeitet ein klein bisschen, ist, ich glaube, es soll eigentlich Skull Island heißen oder so, bin mir nicht ganz sicher, aber der Batman-Kopf hier, der könnte auf jeden Fall mal eine Überarbeitung gebrauchen, finde ich. Aber auch hier eigentlich ein sehr geiler Spot. Und was das Center, glaube ich, damals schon hatte, waren Unterwasserblasen, aber die zeige ich euch gleich nochmal ganz kurz. So, für euch eine Sekunde, für mich, glaube ich, eine Stunde später. Ich will euch noch ganz kurz die Unterwasserblasen zeigen, wenn sie noch da sind. Da kann man auch schön bauen. Generell Unterwasser hat er, glaube ich, auch ein bisschen was verändert an der Unterwasserstruktur. Aber das, auch da muss ich nochmal kurz nachgucken, weil das war jetzt nicht
auswendig. Ich warf das Center nicht so oft unter Wasser. Ich füge die Bilder auf jeden Fall nach sich ein. So, das ist, was ich meine. Aber das gab es auf Descent auch vorher ohne die Mod schon. Da gab es hier so Kugeln. Und wenn ihr da reingeht, dann habt ihr hier drinne im Endeffekt ganz normale, also kein Wasser, seht ihr? Hier ist einfach im Wasser so eine Kugel, wo ihr drin bauen könntet. Was früher das Problem war, war, wenn man hier drinne Babys gezüchtet, also Babydinos hattest, dann wollten die mal weglaufen. Die wollten immer, also das müsst ihr vielleicht mal testen, eventuell, ob das, er das rausgenommen hat. Aber sonst, ja, ist einfach nur mal so ein kleines Dings, also kleine Zusammenfassung, was halt das Center hatte als Features damals schon, eigentlich sehr geil. Und ja, Leute, ich würde sagen, das war eigentlich alles von das Center Reborn, wie gesagt, also die Updates, was er hinzugefügt hat, mit dieser Insel, mit der unterirdischen Welt, das neue Wasser, ein paar neue generelle Spielungseffekte rausgenommen, ein bisschen was zur allgemeinen Spiegelung, also generell, also es ist schon ein bisschen was gemacht worden, Leute. Und wie gesagt, es kommt ja immer mehr mit dazu, ja. Also falls es nochmal irgendwann ein großes Update geben sollte, wird es dann nochmal ein Video geben als Update, so gesehen. Aber jetzt nur, wenn wirklich richtig viel geändert wird. Also nur, wenn jetzt hier, keine Ahnung, der Strand morgen anders aussieht, gibt es dazu kein Video, wisst ihr, das wäre halt einfach zu viel. Aber auf jeden Fall, Leute, an der Stelle würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich mal in die Kommentare interessieren, habt ihr von der Mod gewusst, habt ihr die schon mal gespielt, habt ihr oder wollt ihr sie vielleicht jetzt spielen, könnt ihr auch mal da mal Feedback geben, wie die Mod sich so, ja, bei euch spielt. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns, euch noch einen schönen Tag, ihr wisst immer gerne einen Kommentar in die Kommentare schreiben, egal was, jedes Kommentar ist auch für den Algorithmus gut, sowas wie, jo, hab mir gestern Holy bestellt mit dem Code Shady und hab 10% gespart. Nee, Leute, ihr wisst, was ich meine. Einfach, den Algorithmus wäre mega nett, genauso wie ein Abo da lassen. Ein kleiner Klick für euch, mega viel Boni für mich. Größere Abonnentenzahlen, mehr Reichweite, mehr Leute finden uns, etc. Genauso wie das Video wollte ich mal teilen. Auch das, Leute. Wenn ihr irgendein Video von mir ganz cool findet, muss ich das dann auch ein anderes Video. Sowas wie zum Beispiel Unterschied zwischen X und R-Tieren und den ganzen Kram. Auch vielleicht auf Facebook mal teilen, Discord teilen. Auch da gibt es Möglichkeiten. Natürlich, um den Kanal einfach kostenlos zu supporten. Hilft mir auf jeden Fall weiter und ja. Also, der Stelle, Leute, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns mit dem nächsten Video wieder. Hoffentlich bis dann. Ciao. Oder auf dem Twitch-Stream auch noch.